Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Millionaire Detective Balance Unlimited. Warum fährt die Ambulanz mit Rotlicht? Wenn die beiden bereits tot sind, dann ist doch kein Grund mehr, noch mit Sirene zu machen. Ist das dein Ernst? Wirklich? Da ist jemand, der dir helfen will. Sei nicht so arrogant. Allein kriegst du es eh nicht hin. Wow, wirklich? Ich hoffe, dass das nur so getan ist, dass er nur so tut. Das kann nicht sein Ernst sein, oder? Warum ist er so besessen darauf, es alleine lösen zu wollen? Ich habe letzte Woche die Theorie gelesen, dass Cho-San und der andere vielleicht sogar noch leben. Das ist einfach Teil des Plans. Also ich würde es mir wünschen. Es war einfach so traurig. Er schneidet sich die Fingernägel. Was immer er da auch macht. Ach. Ich glaube, ich weiß, warum er das gemacht hat. Er will nicht noch mehr Leute reinziehen. Ist er gezinkt? Ah, schlau, schlau. Nee, wirklich? Cho-san, du bist ein schlauer Fuchs. Genial. Aber wieso? Aber ach ja, stimmt. Warte, da war ja was, dass er schuld sein soll, dass das Auto in die Luft geflogen ist. Aber ich meine, wer hat die Entscheidung abgesegnet, ihn jetzt festzunehmen? Ich meine, der Boss von denen ist ja jetzt tot. Er hat deine Enkelin angegriffen. Sie wird ja wohl nicht lügen.
Aha. Da, schau. Habe ich mir doch gedacht. Ich meine, ich kann sie verstehen, dass sie ihren Sohn beschützen will, aber nach sowas ist es sinnlos, noch sein Kind beschützen zu wollen. Vor allem, weil er einen Mord begangen hat. Oh, ey, die Alte, unglaublich. Das ganz vergessen. Ich glaube, er haut ab. Das war bestimmt ein Codewort, oder? Der Kebab-Truck. Ja, jetzt hauen sie alle ab. Natürlich. Ja, natürlich, klar. Schön schlau. So hätte ich sie gar nicht eingeschätzt. Sie alle gucken so, oh. Aussieht. Guck nicht hin, der Mann ist Kacker. Oh ne, jetzt muss er so stehen bleiben. Oh, das erinnert mich an unseren Fernseher früher. Halt mal die Antenne hoch. Er hat doch mit dem anderen Zahn gearbeitet. Der arbeitet total gegen ihn. Ich meine, wenn sie keine Spuren von Deiske gefunden haben, Tatort, dann ist geil, dass es nicht war, oder? Ja, was hätte er machen sollen? Er kann sich ja nicht erschießen lassen.
Ich meine, er hat das doch alles mitbekommen, dass er seinen Job gekündigt hat. Deswegen. Ja, das kann niemand wissen. Dass er diesen Fehler wahrscheinlich nicht nochmal machen würde, oder? Wie kann er ihm das anlasten, dass er die beiden umgebracht hat? Ich glaube, der ist einfach nur sauer auf ihn, dass er das Department verlassen hat. Das ist alles. Ja, und jetzt, das dreht er jetzt um, gell? Dass er anders schuld ist. Das hoffe ich doch. Auf jeden Fall. Aber ich würde mir auch wünschen, dass der Eiske das machen würde. Weil er hat ein bisschen mehr Gründe dafür. Oh nee, guck da bloß nicht hin. Nein, nein, lies das nicht. Sei nicht dumm. Sei nicht dumm. Jetzt hat er Zweifel, oder? Mhm. Das ist wieder typisch, ja, dass die wieder beschützt werden. Immer die Higher-Ups. Oh, er hat ihm den letzten Brief hinterlassen, ha? Als hätte er gewusst, dass er nicht überlebt, ha? Oder kann es sein, dass es ein Geständnis ist? Ah, die Maske dabei natürlich. Das ist bestimmt, war bestimmt der Vater. Garantiert. Franz Weinski. Der Vater weiß garantiert, dass sein Sohn ihm auf der Spur ist. Ja, hört sich fast so an. Oh. Ja, da kreischen Möwen. Ja. Er ist schon auf dem Weg.
Aber was stand denn jetzt in dem Brief? Hat er da alles gebeichtet? Wie kann ein Brief reichen, ihn zu überzeugen? Was ist das? Ach. Hä, aber warum machen das alle jetzt gleichzeitig? Ah, schlau! Cool. Ja, da ist geweiß, dass Hadu den verfolgt, dass er sich nicht abschütteln lässt. Aber ich verstehe nicht, warum Daisuke eben nicht gleich sagt, dass er das Ding zurückgegeben hat, weil er nicht will, dass noch mehr Leute sterben. Wenn er ehrlich zu ihm wäre. Ja, will der Vater jetzt mit dem Boot flüchten oder hat er da irgendwas gelagert? Und da ist Daisuke. Küss sie mit den Keksen. Okay. Krass, da ist jetzt bestimmt ein Seil drin, oder? Eine Tauchausrüstung. Oder? Ach, der ist schon an Bord. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du ein Held sein willst, ist das vielleicht der falsche Beruf. Was gibt jetzt das? Krass! Oh, wow! Oh mein Gott! Also das ist jetzt schon Iron Man-mäßig. Also er lässt sich wirklich nicht lumpen, muss man schon sagen. Unglaublich. Aber was genau? Victor! Wow! Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass er am Schluss doch wieder schießen muss. Und dass er Daisuke beschützt damit. Dass er derjenige ist, der dann den Vater erschießt. Wie er aussieht, cool. Die Serie wird immer krasser, ja. Die hat so ein bisschen Comedy angefangen und jetzt ist so. Fast so ein bisschen Marvel-mäßig. Wow, was ist das? Ey, den Anzug hätte ich auch gern. Oh, shit.
mach's doch immer krasser. Oh Gott. Oh. Shit! Sein Ohrring! Oh nein. Oh Gott, hoffentlich hat er noch eine Geheimwaffe irgendwo im Ärmel. Oh nein. Komm schon, du schaffst es. Um den Kerl ist es nicht wert. Erschieß ihn. Denk nicht mehr dran, was passiert ist. Oh nein, wirklich. Ja, natürlich. Jetzt ist die Folge zu Ende. Ja. Ich glaube, er macht das auf die gute alte Methode mit Fäusten. Was für eine krasse Folge. Also es ist, können Sie das noch steigern? Ey, ein schwimmendes Auto, ein Taucheranzug. Was geht? Unglaublich. Ich verstehe nicht, warum der Vater es sich ihm nicht direkt stellt. Also, warum er seine Handlanger rausschickt. Das ist bestimmt nicht die einzige Waffe, die der besitzt. Der Weg zu dem rauf auf Deck ist wahrscheinlich gespickt mit solchen Waffen, ey. Aber es sind noch 4 Folgen. Ich meine, was wollen die noch in 4 Folgen machen? Weil die können ja nicht 4 Folgen drauf verwenden, den gegen den Vater zu kämpfen, oder? So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like, subscribe für mehr Folgen und danke fürs Zusehen. Bye, bye.